Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video, zu einem neuen Spiel, was ich euch vorstellen möchte. Und ich muss ganz, ganz schnell anfangen zu spielen, beziehungsweise aufzunehmen, denn hier gilt es, gewisse Server zu bekommen. Ich werde jetzt einfach, ich erkläre euch alles, was notwendig ist, aber Learning by Doing, wie gesagt, ist schwierig, ein Match hier zu bekommen, deswegen muss ich jetzt schnell machen. Wir stimmen jetzt über eine Kategorie ab. Ich mache immer Zufall und erkläre euch jetzt, während wir spielen, wie das Spiel funktioniert. Kategorie ist Fabelwesen und wir haben hier jetzt 5 Künstler. 5 Leute, die jetzt was zeichnen sollen. Einer von uns 5 ist ein Faker. Einer weiß nicht, dass wir jetzt einen Zauberer malen müssen. Also ich bin ein Künstler und weiß, wir müssen einen Zauberer malen, aber einer weiß es nicht und muss so tun, als wüsste er es. Wie machen wir das? Und zwar, jetzt zeichnet jeder nacheinander. Jetzt hier Mrs. Roth zeichnet jetzt die erste Sache. Ich hoffe, dass... Ja, und jetzt muss ich weitermachen. Es ist ja ein Zauberer, das heißt, ich muss jetzt hier... Ich mache jetzt hier so ein Hütchen. Ups. Ich wollte eigentlich noch weiter zeichnen. Man darf nur einen Strich zeichnen. Ich wollte eigentlich ein Hütchen machen, aber man darf nur einen Strich zeichnen. Und dann geht's weiter. Dann müssen immer jeder sozusagen einen Strich machen, so lang wie es halt eben geht. Und ja, am Ende muss es natürlich... ja, einigermaßen so passen, dass wir denken, okay, jeder von uns könnte ein realer Künstler sein. Also es ist ja nur einer der Faker. Und der Faker muss natürlich so tun, als wüsste er es. Also er darf sich jetzt nicht auffällig verhalten. Ich hoffe, ich erkläre das einigermaßen anständig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der... Wobei, doch der Rote weiß... Genau, komm, jetzt mache ich das, damit jeder weiß, wovon ich rede, was ich machen wollte. Ja, also ihr versteht, worum es geht. Also wirklich, wir versuchen, einen Zauberer zu zeichnen und keiner von uns darf halt eben, ja, verdächtigt werden, ein falscher Künstler zu sein. Die Runde ist nach 2 Maleinheiten vorbei. Also wenn jeder von uns 2-mal gezeichnet hat, dann ist die Runde vorbei. Und dann müssen wir rausfinden, wer könnte der Faker sein. Anhand der gemalten Sachen könnte es rein theoretisch ja rauszufinden sein. So, jetzt ist die Frage, wer könnte der Faker sein? Ich weiß ja, ich bin's nicht. Ich finde, der mit dem Roten, der könnte den Umhang, der hat den Umhang gemalt. Ich glaube, das ist schon ziemlich... eigentlich klar, oder? Auch der Blaue hat den Zylinder gemalt mit dem Zauberstab. Ich glaube, am ehesten noch der Gelbe. Weil der hat nur so Haare gemalt und einen Mund. Ich glaube, der ist es. Ich glaube, der Gelbe ist ein Faker. Ja, okay, die meisten sind für Gelb, okay. Und jetzt wird enthüllt, wer ist der Faker? Keine Sorge, das erklärt sich alles nach... Wenn ihr das ein paar Mal gespielt habt, erklärt sich... Und wir haben recht gehabt! Ja! Wir haben gewonnen! Wir haben recht gehabt, dass der Gelbe es nicht wusste. Hier, hier. Ich mach mal... Spitze. Super. Jetzt muss der falsche Künstler noch erraten, was unsere Kategorie war. Er kriegt jetzt die Wörter vorgesetzt und der falsche Künstler darf jetzt nochmal raten, was es gewesen sein könnte, was wir hätten da zeichnen sollen, weil er wusste es ja nicht. Und ja, das macht natürlich eigentlich mehr Spaß, wenn man mit Freunden spielt, die man im Talk hat, aber ich kenne bisher... Oh, und er hat's gewusst. Mist, er hat's gewusst. Shit. Falscher Künstler gewinnt. Ja, gut. Aber wir haben immerhin rausgefunden, dass der falsche Künstler... wer der falsche Künstler gewesen ist. Das haben wir zumindest rausgefunden. Also das Spiel macht volle Kanne Spaß, wenn man es natürlich am meisten Spaß macht, wenn man mit anderen Leuten zusammenspielt im Talk. Ganz klar, ne? Und man braucht mindestens 4 Personen dazu, wie ihr jetzt sehen könnt. Hier, 4 von 8. Bis zu 8 können mitmachen, aber mindestens 4 müssen mitmachen. Und wieso sind da hier so japanische Zeichen? Ich bin auf japanischen Servern. Weil in Europa hat das Spiel einfach keine Sau. Ist halt echt so. So, Achtung, Thema. Obst und Gemüse. Ich will eine Aubergine malen. Weil dann darf man einen Penis malen, obwohl man es nicht als Penis identifiziert. Ich bin der falsche Künstler! Oh Gott! Ich krieg das Thema jetzt nicht vorgesetzt. Das macht voll Bock, Leute. Das macht wirklich Bock. Also, die anderen malen jetzt ein Thema und ich habe keine Ahnung, was es ist.
Ja, ich tue jetzt einfach mal so. Ich bin der zweite, nee, ich bin der vierte Künstler. Das heißt, ich darf mir drei Striche schon mal angucken. Okay, eine Spitze. Ist das Spargel? Hä? Wo läuft denn das hinaus? Spargel mit Regenwurm. Was ist das? Hä? Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich mach. Ja, das wird ne. Lacht schon. Ja, Mr. Gelb lacht schon. Okay, ich habe einfach den Spargel genommen und ihn in eine Gurke gepackt. Alter, wie krank ist das denn? Okay, dann kriegt noch einen Spargelhut auf. Okay, das ist doch kein Obst und Gemüse. Das ist grässlich. Das ist doch kein Mensch freiwillig. Kann es sein, dass jemand vielleicht gar nicht weiß, was das Wort ist? Ich mache hier noch ein... Ich wollte eigentlich noch einen Kreis drum malen, aber was ist das zur Hölle? Das ist doch kein Obst und Gemüse. Okay, ich glaube, also ich habe jetzt natürlich auch die Chance, als falscher Künstler kann ich eine Abstimmung machen. Ich bin ja selbst der falsche Künstler, aber ich kann ja denken, was die anderen vermuten. Und deswegen sage ich jetzt mal rot. Die denken bestimmt, der Rote ist es und dann kriegt der Rote auf jeden Fall nochmal eine Stimme mehr. Seht ihr? Deswegen haben wir jetzt Gleichstand. Das heißt, sie haben mich auf jeden Fall nicht rausgefunden, weil ich sehr Gleichstand. Falscher Künstler gewinnt, siehst du? Ist Gleichstand. Ich hab's gewonnen, ja. So, das Thema. Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, wie gesagt, das sieht ein bisschen aus wie... Was ist das? Ist das eine Pepperoni? So, als was sah das am eh? Karotte vielleicht? Aber wieso bitte... Eine Chilischote! Eine Chilischote wahrscheinlich, oder? Ja! Ich hatte recht! Woo! Woo! Yeah! Yeah, nice! Meine erste Fake-Künstlerrunde und ich habe gewonnen. Wie cool war das denn, oder? Das Spiel macht mega Bock. Also, falls ihr diesem Spiel eine Chance geben wollt, es ist erst vor kurzem auf der Nintendo Switch erschienen. Und ihr könnt natürlich wir können dann gerne zusammen zocken, wenn ihr wolltet. Aktuell spiele ich, wie gesagt, alleine und macht auch alleine irgendwie ein bisschen Spaß. Das Spiel beinhaltet insgesamt 4 verschiedene Games. Das hier ist eines davon. A Fake Artist Goes to New York. Wie heißt das Spiel nochmal? Oink Games oder irgendwie sowas, ne? Heißt das gesamte Set. Es kam letztens bei der Nintendo Indie Direct, wurde das Spiel vorgestellt und ich habe es mir direkt gekauft, weil ich die Idee so geil fand und habe gedacht, ach komm, weißt du was, gönnst du dir das mal. Leider in Deutschland oder halt generell in Europa, die Server sind komplett leer. Keiner in Europa spielt dieses Spiel. Okay, wir müssen die Swings malen. In Europa spielt irgendwie keine Sau dieses Spiel, was ich sehr, sehr schade finde, weil es echt Spaß macht. Und auch die USA-Server sind leider komplett leer. Manchmal siehst du jemanden. Aber glücklicherweise könnt ihr hier die japanischen Server einstellen und findet, wie man hier sehen kann, immer mal wieder eine Lobby. Und das ist eigentlich ganz cool. Oh, ich muss starten mit der Sphinx. Okay, warte mal. Ich weiß, was ich male. So. Na. Och Mann, ich komme immer über den Rand hinaus. Das ist doch scheiße. Ich mach mal so, damit die sehen, dass das nicht absichtlich war. Ich wollte nicht über den Rand hinaus. Ich habe ihr einen Buckel gemalt. Ja, die Sphinx hat doch einen Buckel, oder? Sieht aus wie ein hässlicher Dinosaurier. Kein Wunder, dass der ausgestorben ist. Das wundert mich jetzt langsam nicht mehr. Aber... Okay, Blau hat keine Ahnung, was wir machen hier, oder? Aber...
Ich mach mir den Strich hier nochmal so, oder wie? Nee. Wie sieht denn die Sphinx? Okay, die Nase fehlt. Die Nase fehlt. Ich mach mal so. Das ist die Nase, die fehlt. Oh Gott, ist das schrecklich. Aber zeichnen auf der Switch ist auch mega schwierig. Oh Gott. Jetzt ist hier, Gabe lacht schon wieder. Das war nicht absichtlich. Ich mach mal so. Also entweder blau weiß nicht, was wir zeichnen, oder rot nicht. Also gelb bin ich mir ziemlich sicher, gelb weiß es, wegen diesem, was die Sphinx halt macht, mit den Vorderpfoten halt, ne? Ist es jetzt rot, oder ist es... Ich glaube blau. Blau hat keine Ahnung. Hat versucht, ein Gesicht zu malen, wo keins ist, glaube ich. Was? Rot? Ernsthaft? Zwei Stimmen für Rot? Ah, tatsächlich, Rot hat keine Ahnung. Okay, ich lag total falsch. Okay, ja, wir haben es richtig, aber ich habe nichts dafür zu tun gehabt. Ich habe den ersten Strich total verhunzt, es tut mir leid, liebe Leute. Das war eindeutig ein Zombie, hast du doch gesehen. Nee, ein Einhorn. Aber Einhorn ist ja eigentlich ewig mega easy zu malen, oder? Schleim. Yay. Okay, super. Yeah, geil. Hier, Daumen hoch. Wir gewinnen. Super, ich spiele hier zwei Runden und gewinne zwei Runden. Das ist doch geil. Weil die erste Runde haben wir verloren, ne? Ja. Also wie gesagt, dieses Spiel beinhaltet insgesamt 4 Games und das ist nur eines davon. Die anderen 3 kann ich euch auch gerne mal zeigen, wenn ihr möchtet. Da habe ich mich aber noch nicht miteinander auseinandergesetzt, weil ich dieses Spiel einfach mega geil finde. Dieses Spiel macht so verdammt Spaß. Ihr seht es ja, man kann hier echt wirklich total geile Sachen machen und Spaß haben. Ich finde das super. Natürlich, wie gesagt, mit Leuten im Talk wäre es noch geiler, aber was will ich machen, wenn es keiner hat, das Spiel? Es kostet... glaube ich 20 Euro, wenn ich richtig im Kopf habe, diese gesamte Spielesammlung. Und, ja. Genau. Im Nintendo eShop. Es gibt keine Retail-Version, falls ihr das denkt. Und das wurde, wie gesagt, bei der Indie Direct vorgestellt. Solltet also nicht zu viel erwarten. Ist halt ein Indie-Game, klar. Aber ich finde, es macht voll Bock. Essen. Okay, das Thema wird enthüllt. Ich will eine Chilischote. Ein Brathähnchen. Oh Gott. Wie male ich denn ein Brathähnchen? Oh Gott. Wie malt man denn ein Brathähnchen? Das ist doch mit diesen zwei Flügeln so ein bisschen seitwärts. Ich versuch's. Muss ich anfangen? Oh Gott. Ich muss anfangen. Okay, warte. Ich versuch mein Glück. Ich versuch mein Glück. Nein. Oh, ich hatte nicht mehr viel Zeit. Mann, ich bin zu langsam. Aber guck mal, ja, guck mal, Blau hat's gecheckt. Blau hat's gecheckt. Blau, super. Okay, Blau ist es nicht. Blau ist es nicht. Blau hat gecheckt, was ich meinte damit. Was ist denn das? Ein Brathähnchen, das Blümchen pflückt, oder was? Hä? Ja, ich sag auch mal, hä? Fragezeichen? Gibt's hier auch eins? Ich bin hier. Ich mach mal lachend ein Smiley. Was ist das? Was? Oh Gott, was ist das? Ich hab versucht, einen Flügel zu malen. Es ist ein sehr spitzer Flügel geworden. Hä, was macht ihr? Das ist ein außerirdisches Brathähnchen. Was macht ihr denn? Ja, und jetzt kommt irgendein Tier und frisst es. Das ist so kräftig. Oh Gott, das Spiel macht mich fertig. Ich habe keine Ahnung, wer es sein könnte.
Also am ehesten noch der Gelbe, dass der keine Ahnung hat, weil der hat eine Blume gemalt. Was hat denn ein Brathähnchen mit einer Blume zu tun? Ich bin für Gelb. Ja gut, der Blaue hat einfach nur, der Hellblaue hat mit dem Finger drauf gezeigt. Du Brathähnchen, vielleicht ist er Vegetarier oder so. So, ja okay, wir haben eh verkackt. Es ist... Blau! Was? Das war der hat doch mein Zeichen zu Ende geführt. Alter! WTF? Gibt's ein WTF-Emote? Der hat doch genau gewusst, was ich meinte. Ich brauche ein WTF-Emote. Hier. Antwort des falschen Künstlers. Und er weiß es auch noch, was ich mache. Alter, der war gut. Der war richtig gut. Alter, war der gut. Ich bin mega überrascht, dass der das konnte. Alter, richtig gut. Also, Daumen hoch an den. Ey, wirklich geil gemacht. Falls es euch gefallen hat, gerne eine positive Bewertung, dann spiele ich es gerne nochmal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Und tschüss.